Ja, die neue DIN 19606 wirft so einiges an Neuerungen und Änderungen mit auf die Tagesordnung. Am umstrittensten ist wahrscheinlich das Thema der Restdrucksicherung. Wir haben uns das Thema mal näher angeguckt. Ich wünsche dir viel Spaß. Dranbleiben. Let's go! Ja, servus und grüß dich da draußen. Mein Name ist David Ackermann und ich bin von Schwimmbad TV. Ja, seit der Erscheinung der DIN 19606, die letzten Wochen und Monate jetzt auch verstärkt, flattern bei mir hier die Fragen zu diesem Thema rein. Und ich muss sagen, all die Fragen, auch die ganze Diskussion um das Thema herum, ist durchaus berechtigt. Aber ich finde, es ist auch eine Frage der Perspektive. Denn wir haben auf der einen Seite die technische Sicht, also der Blick von technischer Seite, und auf der anderen Seite natürlich der Blick von dir, also des Anwenders, der am Ende den Flaschenwechsel vornimmt. Und wie es sich eben für Schwimmbad TV gehört, habe ich mich entschieden, dieses Video zu produzieren. Woher kommt diese Neuerung? Was ist überhaupt die Restdrucksicherung, also die RDS? Und vor allem, was musst du in Zukunft dabei beachten? Schauen wir uns zunächst mal die rechtliche Seite an. Ja, die Grundlage ist hier das Chemikaliengesetz, welches den Zweck erfüllt, den Menschen und die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Gemische zu schützen. In eines seiner Verordnungen wird der Umgang mit Gefahrstoffen geregelt, und zwar in der Gefahrenstoffverordnung. So, und weiter konkretisiert, also definiert genauer der Ausschuss für Gefahrstoffe in technischen Regeln die Anforderungen aus der Gefahrenstoffverordnung für den Anwendungsbereich, also Schwimmbäder unter anderem. Sie gibt also den Stand der Technik wieder und sorgt dafür, dass bei der Einhaltung alle Anforderungen erfüllt sind. Und in eines dieser technischen Regeln für Gefahrstoffe, die 745er ortsbewegliche Druckgasbehälter, heißt es nun wie folgt. Die Druckgasbehälter, also die Chlorflaschen, die dürfen nur so entleert werden, dass ein Rückstrom oder ein Rückströmen von Fremdstoffen verhindert wird. Das Eindringen dieser kann verhindert werden, zum Beispiel, dass noch ein Überdruck, also ein Restdruck, vorhanden bleibt. Ja, mit Fremdstoffen ist hier vor allen Dingen die Feuchtigkeit in der Luft gemeint. Und zu was das führen kann, ist klar. Ja, die Korrosion, auch in Verbindung mit Chlor. Ich habe euch hier ein paar Bilder gesammelt. Die Fotos stammen von einer Freibadsaison in diesem Sommer und zeigt natürlich ganz klar, welche Schäden hier verursacht werden können. Was ist jetzt die Restdrucksicherung? Wir beschränken uns hier auf dieses Nachrüstkit, was ja wahrscheinlich am weitesten verbreitet ist. Ihr seht hier den Ring als Erkennungsmerkmal. So, beim Öffnen des Chlorgasbehälters drückt jetzt der Flaschendruck gegen die Feder, die sich in der Restdrucksicherung befindet, und öffnet so den Weg zum Hilfsventil. Fällt jetzt der Behälterdruck durch das Leerwerden der Flasche auf etwa 1 Bar, so entspannt sich die Feder und schließt mit der Kugel den Weg zum Hilfsventil. Ja, beim Flaschenwechsel oder beim Ventilwechsel kann jetzt dieses Chlorgas in diesem kleinen Bereich an die Außenluft oder an den Chlorraum entweichen. Schauen wir uns zunächst mal die Chlorgasentnahme ohne die Restdrucksicherung an. An unserer kleinen Versuchsanlage sehen wir nochmals hier die Entnahme ohne Restdrucksicherung.
So, und jetzt das Ganze nochmal mit Restdrucksicherung. Das Manometer vom Hilfsventil zeigt jetzt natürlich keinen Druck mehr an, aber wir haben hier vor dem Hilfsventil am linken Manometer noch den Restdruck, den ich aber an der Chlorgasflasche nicht sehen kann. Was dann natürlich beim Öffnen nicht nur den Nachteil hat, dass wir jetzt hier ein freies Chlorgas haben, sondern eben auch, dass wir nicht sicher sind, ob das Flaschenventil komplett geschlossen ist. Aber was ändert sich jetzt nun für den Betreiber bzw. auch für dich als Anwender? Ja, wir haben jetzt hier auf der einen Seite das Gesetz, das in seiner technischen Regel für Gefahrstoffe ganz klar aussagt, dass das Rückströmen von Fremdstoffen verhindert werden muss. Als Vorschlag aber geht hier die Möglichkeit hervor, das Ganze durch einen Überdruck, also einen Restdruck, zu lösen. Die DIN 19606 hat nun in seiner Neuerscheinung die Restdrucksicherung als Option mit aufgenommen. Aber nicht, dass du dich dafür oder dagegen entscheiden kannst, sondern weil es derzeit die leichteste bzw. die einzigste Möglichkeit ist, dem Ganzen gerecht zu werden. Naja, du könntest dich für ein anderes Chlorungsverfahren entscheiden, aber ob das die Lösung ist? Jedenfalls gilt jetzt bei der Umrüstung oder bei der Nachrüstung der Restdrucksicherung an deiner Anlage erstmal eine Neubeurteilung der Gefährdungen, also eine Gefährdungsbeurteilung. Denn wir haben hier ein neues bzw. ein anderes Risiko als eine Chlorungsanlage ohne die Restdrucksicherung. Weiter ändert sich zum Beispiel, dass deine Atemschutzvollmaske keine Fluchtmaske mehr ist, sondern eine Arbeitsmaske, also ein Arbeitsmittel. Und damit verbunden ändern sich ebenso einige Kriterien. Ja, ebenso ändert sich auch das Verfahren des Flaschen- oder Ventilwechsels. Und wir wissen alle, wie das ist, wenn man Dinge 10, 20 Jahre immer gleich tut. Sich dann umzugewöhnen, ist unheimlich schwierig. Und deswegen herrscht hier absoluter und dringender Unterweisungs- und Schulungsbedarf. Ja, in Österreich ist die Restdrucksicherung bereits Pflicht oder schon seit längerem Pflicht. Und ich denke, dass uns das Thema Restdrucksicherung noch einige Monate beschäftigen wird. Aber ich hoffe, ich habe deine Fragen nun beantwortet, hier beim allerersten Schwimmbad-TV Bädertechnik Quickie. Ich sag Ciao und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.